Hallo zusammen, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Plan, Leben. Der Podcast von und mit Holger Lendbeck. Ja, herzlich willkommen zu dem heutigen Podcast. Es geht um Gewohnheiten und Routinen. Sind Leute mit guten, positiven Gewohnheiten erfolgreicher als andere? Dazu habe ich mir wieder einen tollen Gast eingeladen, nämlich den Steffen Becker. Mit dem Steffen habe ich schon ein Interview gemacht über geschäftliche Kommunikation neu erfinden mit dem Titel Bist du dabei? Auch ein sehr spannender Podcast. Ich empfehle dir unbedingt, dir diesen auch anzuhören. Steffen ist Unternehmensberater für KMUs, kleinere und mittlere Unternehmen, ist national und internationaler Speaker auf vielen Bühnen unterwegs und macht den wöchentlichen Sonntag mit vielen Interviewgästen. Steffen, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ein ganz lieben Dank, lieber Holger, dass ich erneut die Möglichkeit habe, mit dir ein Interview zu führen. Vielen Dank. Gerne. Ja, Gewohnheiten und Routinen. Was sind eigentlich Gewohnheiten? Routinen? Muss man das haben? Sollte man das haben? Vor- und Nachteile? Hau mal rein. Also die erste Frage kann ich schon mal gleich sagen. Wir haben sie. Ob wir wollen oder nicht. Relativ einfach auch erklärt, warum das so ist. Was glaubst du, wie viele Entscheidungen treffen wir am Tag? Mehrere tausend, wenn nicht sogar 10.000. Ja. Das Gehirn hat ja so viele Impulse und Gedanken und so weiter, unglaublich. Und die trifft man unbewusst. Ein Herr Pöpel, der hat es mal durchgerechnet, der sagte, wir treffen bis zu 20.000 Entscheidungen am Tag. Und Professor Seltmann hat mal gesagt gehabt, 95% unserer Entscheidungen kommen nicht in das Bewusstsein. Das heißt, es sind Routinen, es sind Gewohnheiten, die wir in uns angelegt haben. Die sind also nicht von der Genetik angekommen, sondern die haben wir uns persönlich angewöhnt. Und mit diesen leben und arbeiten wir. Wie erkenne ich denn für mich selbst, welche Gewohnheiten ich habe? Das ist wie so üblich. Also ich will es mal so rum angehen. Wir wissen, dass wir heutzutage zu 95% ja in dem Fall in einer Gewohnheits- und Routineblase leben. Und wenn ich mich bewusst darauf konzentriere, um herauszufinden, welche Gewohnheiten ich habe, dann finde ich einzelne Gewohnheiten raus, weil ich es reflektiere. Spannendes auch, und was sehr interessant ist, ist mal auch nahe Freunde, Familie zu befragen, was sie denn meinen oder was sagen, welche Gewohnheiten habe ich denn? Ich gebe mal einen Tipp. Und die nehmen das in der Regel ganz anders wahr, als wir persönlich glauben, wie wir sind. Das ist das Thema Selbstbild und Fremdbild, das kennen wir alle in dem Zusammenhang. Die Frage ist nicht, ob eine einzelne Gewohnheit besonders gut oder besonders schlecht ist, weil das definiert ja oder entscheidet ja jeder für sich selber. Es geht darum, die für sich förderlichen Gewohnheiten und Routinen sich anzueignen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Mhm. Weil, und das ist es, wir alle, das ist auch ein Satz, den ich mal in einem Buch mitverfasst habe, wir alle stehen da, wo wir heute stehen, weil wir in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen haben, die dazu geführt haben, dass wir da stehen, wo wir heute stehen. Genau. Wiederholende Dinge, ja. Mhm. Genau. Und das heißt, wenn ich jetzt die Entscheidung getroffen habe, etwas zu tun, zu lassen oder wie auch immer, oder keine Entscheidung zu treffen, dann werden die Entscheidungen für mich getroffen und dann geht es in eine Richtung, wo ich halt im Endeffekt da bin, wo ich jetzt gerade bin. Mhm. So, dann lass uns doch mal ein paar Gewohnheiten raushauen für meine Community, wo jeder mal überprüfen kann, kenne ich die, mache ich das auch? Oder hey, guter Tipp, was der Steffen oder der Holger sagt, das könnte ich doch mal umsetzen. Wir hatten im Vorgespräch so mal ein bisschen, als wir das Thema festgelegt haben, besprochen, Mensch, da lass uns doch mal die Bälle hin und her werfen. Jeder haut mal eine Gewohnheit raus und kommentiert das, sodass die besten Tipps für die Community der Zuhörerschaft hier herauskommt. Fang du mal an mit der ersten Gewohnheit. Also ich will mit einem Thema mal anfangen, was nicht direkt eine, um die Community nach oben zu pushen, aber was ich nehme, weil ich es mal in einem Vortrag gehalten habe und der auch auf YouTube zu finden ist. Da wurde nämlich gefragt, was sind die,
was sind die Themen, warum du zum Beispiel als Speaker auf der Bühne bist? Und ich habe das Thema Gewohnheiten genommen. Da habe ich eine Rolle gespielt, wo ein Mann auf die Toilette geht. Und es ist ja der einzige Raum, wo wir Männer im Endeffekt ja in Ruhe sitzen können, in Anführungsstrichen. Also du merkst auch mein Schmunzeln dann dabei. Und was ich persönlich hasse, ist im Endeffekt, wenn das Toilettenpapier nach hinten aufgerollt ist. Es ist eine Gewohnheit. Also für mich im Endeffekt ist es, ich muss das immer rumdrehen. Das ist für mich eine Gewohnheit, eine Routine. Für mich persönlich. Andere juckt es 0,0. Früher bin ich mir aufgeregt darüber. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, so an so Kleinigkeiten können wir festmachen, wie wir von der Seite her ticken. Ja. Und da herauszufiltern, wo das ist. Also das ist zum Beispiel eine kleine Routine. Aber eine der wichtigsten Routinen, eine der wichtigsten Gewohnheiten aus meiner Sicht heraus ist, wie beginnen wir den Tag? Der Anfang des Tages gibt uns, glaube ich, viel darüber aus, wie wir den Tag gestalten. Und ich persönlich, auch wenn es mir nicht immer gelingt, sage ich auch offen dazu, mag das Thema Meditation am Morgen. Weil dadurch schaffe ich es nochmal, mich zu erden, runterzukommen, um daraus dann auch eine gewisse visuelle Kraft für den Tag und für die Zukunft zu gestalten. Cool. Kann ich aus meinem Bereich ergänzen? Ich mache jeden Morgen eine Art Bewusstheitsmeditation. Das ist, ich bin eigenschaftsloses, reines Sein. Das geht nach Tepperwein. Bin ich ein absoluter Fan von Kurt Tepperwein. Gibt es sehr, sehr viele YouTube-Videos, kostenfrei. Der haut da Content for free raus. Das ist unglaublich. Und es geht einfach darüber so nach dem Motto, ich bin nicht das Ich. Das Ich ist das ist der Bewerter, die tausenden Gedanken, die im Kopf rumschwirren. Wenn man damit aufwacht, dann ist das im Prinzip ein schlechter Tagesanfang, sondern man ist eher der Beobachter vom Feldherren Hügel und beobachtet nur und hat eigentlich gar keine Gefühle, keine Eigenschaften etc., sondern ist einfach Bewusstheit als Beobachter. Da muss ich sagen, das zettelt mich total, tut mir sehr gut und dann gehe ich hin und segne den Tag, segne Personen, die mir begegnen werden und segne meine 5 Bereiche. Ich teile mein Leben in 5 Bereiche aus, will ich mir zum Besten geben. Das ist der Bereich Familie, Freunde, das ist der Bereich Business, Kooperationspartner, Netzwerkpartner, mein Podcast, den ich mache, also mein Business überhaupt. Der dritte Bereich ist das Thema Finanzen, Geld, dass ich alles im Überfluss habe, dass ich immer mehr habe, als ich brauche. Der vierte Bereich ist Körper, Gesundheit, Fitness und der 5. Bereich, den nenne ich Spiritualität, Wachstum weiterentwickeln, Persönlichkeitsentwicklung. Das sind die 5 Bereiche, die überschütte ich mit Fülle, wo ich nicht nur das Denken, sondern auch das Gefühl mit rein tue. Und das ist meine Konditionierung für den Morgen. Das ist meine Meditation in Anführungsstrichen. Absolut super. Also glaube ich, dass es auch, das muss ja zu dir passen, das muss... Müssen du jetzt gar nichts, aber es ist gut, wenn es zu dir passt und wenn es deine Art und Weise ist, hervorragend. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn wir so Sachen jetzt raushauen, wir beide. Jeder hat sein eigenes Ding. Wichtig ist, dass ich etwas für mich mache und das mache, womit ich sage, ja, das bringt mir was, ist für mich das Richtige. Das ist für jeden anders. Es gibt kein, sagen wir mal, Allheilrezept. Es gibt manche, die sagen, man muss früh aufstehen, der frühe Vogel pickt den Wurm, aber wenn dein Biorhythmus dich erst am Nachmittag fit werden lässt, dann hör auf, um 5 Uhr morgens aufzustehen, nur weil du gelesen hast, ein paar erfolgreiche Leute stehen immer um 5 Uhr morgens auf. Ja, es gibt auch erfolgreiche Leute, die stehen um 10 Uhr abends auf und die fangen 10 Uhr morgens auf und die fangen erst an, nachmittags zu arbeiten, aber die Nacht durch. Ja, was ist für dich das Richtige? Das ist immer das ganz Wichtige von dem, was der Steffen und ich jetzt weiter von uns geben. Ne? Ja, also ich habe einen Punkt, den ich sehr häufig zu Unternehmern sage und den schauen die mich immer ganz blöde an. Das sage ich, mache mindestens eine Woche im Monat Urlaub. Oder andersrum, mache mehr Urlaub, heißt es eigentlich. Ja. Und dann fragen nämlich alle, warum? Sage ich, es relativ einfach. Stell dir die Woche vor deinem Urlaub vor, wie läuft denn das ab?
Also du gehst montags, also du weißt, du bist am Samstag, dann bist du weg. Freitag ist der letzte Arbeitstag. Montags weißt du das, machst du das nochmal wiederum vor Augen. Ist noch relativ normale Arbeit. Dienstag wird schon ein bisschen trickier. Mittwoch merkst du, oh, ich habe noch relativ viel auf dem Tisch liegen. Das müsste vorher noch weg und solche Sachen. Am Donnerstag merkst du, ich bin bis Oberkante Unterlippe. Und am Freitag, was ich noch nicht weggearbeitet habe, entscheide ich sofort, muss ich machen, kann ich delegieren, kann ich in den Papierkorb hauen. Und der Freitag ist sowas von effektiv, wie wir selten sonst sind. Und dieser Punkt, sofort die Entscheidung zu treffen, was tue ich, egal ob ich wirklich in Urlaub fahre oder nur gedanklich, ist so entscheidend, weil ich so effektiv an die Sachen herangehe. Ja, cooler Tipp hier. Ne? Also eine, die Vorstellung, ich fahre dann und dann im Urlaub, lässt dich mehr fokussieren und du bist entscheidungsfreudiger, weil du weißt, ab dann kann ich es nicht mehr entscheiden, jetzt muss ich es machen. Und es gibt auch so ein Prinzip, je mehr Zeit du hast, desto mehr Zeit nutzt du auch, um das Ganze zu durchdenken oder zu zerdenken. Ne? Du kennst es aus deiner, aus dem Thema der Anlage in deinem Bereich. Die Leute geben das Geld aus, so oder so, entweder für eine Anlage oder für Konsum. Ist genau das gleiche im Prinzip. Für was geben sie es aus? Ja, und in dem Fall, wenn sie es für die Anlage ausgeben, dann denken sie eben an die Zukunft. Wenn du es praktisch für das Thema Entscheidungen, wie machst du dein Business, um die Entscheidung zu treffen, dann machst du das auch für deine Zukunft, weil du im Endeffekt einfach ruhiger bist. Du machst dir weniger Gedanken dazu. Du bist einfach wesentlich schneller. Mhm. Ja. Und was erwiesen ist, dass die Leute, die Entscheidungen treffen, deutlich erfolgreicher sind als die, die keine treffen. Absolut, ja. Ich glaube, das zeichnet auch, sagen wir mal, die Gewohnheit, die Routine, triff Entscheidungen. Auch wenn du nichts machst, ist ja auch eine Entscheidung, die du getroffen hast, durch nichts tun. Ne? Das ist bei vielen Leuten, die schieben Sachen vor sich her, begegne ich sehr, sehr oft auch in meiner Mandantschaft oder ich coache auch ab und zu schon mal Leute, nach dem Motto ist das Thema, hey, ich will mich jetzt nicht entscheiden, aber es ist auch eine Entscheidung, ich will mich nicht entscheiden, was ich jetzt auch entschieden, nichts zu tun. Und Erfolgreiche, die ich kennengelernt habe, treffen Entscheidungen und merken dann auf dem Weg, den sie dann gehen, hoppla, war wohl doch nicht so optimal, dann korrigieren sie die Entscheidung auf dem Weg. Aber die warten nicht ab, bevor sie die hundertprozentige perfektionistische Idee haben und dann sagen sie, jetzt kann ich das umsetzen und entscheiden, sondern erfolgreiche machen, gehen los. Der erste Schritt, eine Reise beginnt mit dem ersten Schritt, heißt es ja so schön, und korrigieren dann auf dem Weg, bei jedem Schritt ist das, was ich mache, zielführend oder gehe ich jetzt vielleicht einen anderen Weg? Einfach mal rechts rum, links rum, aber ich gehe trotzdem auf mein Ziel zu. Du oder ich? Du. Immerhin Pause ist der Nächste. Hau raus. Wir haben uns jetzt hoch. was ich empfehlen würde, und ich habe diesen Begriff gewählt, ich habe mir nicht schützen lassen bisher. Ich habe jetzt gerade bemerkt, dass in einem anderen Interview, der wurde jetzt verwendet, ist halt so, ich habe den Begriff genommen, Veränderungsroutine. Ja, wir hören immer, wir Menschen sollen uns verändern. Und manchmal habe ich den Eindruck, nur um des Veränderungswillens und nicht mehr um der Tatsache, ist es wirklich sinnvoll oder nicht sinnvoll. Mhm. Viele Menschen haben Angst vor Veränderungen, weil sie Angst davor haben, was passieren könnte, wenn es nicht so laufen würde, wie sie glauben oder wie sie hoffen. So. Und Analogie, wir Kinder sind mal irgendwann aufgestanden, sind gelaufen, auf die Schnauze gefallen, aufgestanden, gelaufen, auf die Schnauze gefallen. Ja, ist im Endeffekt nicht groß was anderes. Haben wir Angst gehabt davor? Nein, als Kind haben wir das Thema ich will einfach laufen. Wir haben das weiter probiert und solche Sachen. Das ging dann irgendwann. Je älter wir werden, desto größer kommen die Hemmnisse, die Dinge immer wieder neu anzupacken, neue Dinge zu tun. Wenn ich aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wenn ich es aber schaffe, regelmäßig meine Routinen und meine Dinge, die ich habe, mir anzusehen, und zu schauen, gehe ich eine Veränderung ein oder gehe ich sie nicht ein und in welchem Umfang, weil ich muss ja nicht immer um 180 Grad etwas verändern. Corona hat mal eine Ausnahme gemacht, aber im Normalfall habe ich ja keine 180 Grad Veränderungen drin. Dann
verliere ich auch die Angst vor Veränderung. Und die Frage ist, wann setze ich mich damit auseinander? Und ich glaube, dass eben es auch da eine Routine braucht oder sinnvoll ist, zu sagen, ich beschäftige mich mit einzelnen Bereichen, ob das unternehmerisch oder privat ist, ist völlig egal. Und ich sage, also in meinem Blickfeld heraus, in Teilbereichen, je nachdem, um was es geht, zwischen einmal im Vierteljahr und einmal im Jahr, habe ich da, ich sage es mal, wie so eine Art, wie sagt man so schön, Inventur zu machen. Das heißt, Inventur, du setzt dich in ein stilles Kämmerchen mit einem Stift, mit einem Blatt Papier und reflektierst, wer bin ich, wo will ich hin oder wie habe ich mir das vorgestellt? Das kann so sein, das kann aber auch sein, dass du dir jemanden nimmst, mit dem du sagst, das machst. Es kann auch sein, dass du eine Mastermind-Gruppe mit dich beteiligst, wo eben mehrere zum Beispiel einmal im Monat das ganze Thema machen, auf zum Beispiel das Business bezogen. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Tatsache ist im Endeffekt, dass du für dich selber entscheidest, wo checke ich das mal dagegen oder nicht, weil wenn ich es nicht mache, läuft die Zeit einfach vor sich hin und es passiert nichts. Und dann werde ich verändert. Ja, das heißt also schön, wenn ich immer wieder das Gleiche tue und hoffe, dann neue Ergebnisse zu bekommen, dann bist du schon ganz schön gepudert. Ne? Das heißt, du musst, um neue, andere Ergebnisse zu erzielen, Sachen anders machen. Anders machen heißt anders denken. Das fängt irgendwo mit dem Denken an, mit dem Entschluss, ich möchte das und das und das tun, dann gehe ich einen Weg und arbeite den Weg und dann kommen andere Ergebnisse raus. Absolut. Also das, was du gerade eben angedeutet hast, ist ja ein Spruch von Albert Einstein, der damals gesagt hat, Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Ja. Und was du gesagt hast mit dem Thema Denken, ich habe das mal als WG-Ehe bezeichnet. Und zwar haben wir, so habe ich das mal irgendwann gelernt, haben wir das ganz vereinfacht und plakativ dargestellt, haben wir 5 Bereiche, die für uns Ergebnisse bringen. Das erste ist das Thema der Wahrnehmung. Also wir nehmen ja über unsere 5 Sinne wahr. Die kommen im allerersten Moment ungefiltert in unsere Birne rein. Mhm. Bis sie Thema Amygdala und dergleichen, also irgendwo da im Gehirn auf einen Punkt treffen, wo ein Abgleich mit unseren Glaubenssätzen erfolgt. Da bewerten wir gut, schlecht, mag ich nicht, etc., etc., etc. Das heißt, ich habe die Wahrnehmung und ich habe den Glaubenssatz. Das ist das WG. Aus diesen beiden Punkten entsteht daraus eine Emotion. Und aufgrund der Emotion eine Handlung und daraus ergeben sich Ergebnisse. Deswegen habe ich WGE. Mhm. Jetzt ist die Frage, habe ich eine Wohngemeinschaft mit mir selber oder habe ich eine Wunschgemeinschaft mit mir selber? Ja. Und da ist eben die Frage, was gestalte ich, wie habe ich meine Glauben, weil ich kann nur anhand der Glaubenssätze das Thema wieder aufbrechen in dem Zusammenhang. Wir wissen, dass wir heutzutage wesentlich mehr wahrnehmen über unsere Augen, als das Gehirn verarbeitet. Ich nehme also nur das bisher wahr, was ich in der Vergangenheit wahrgenommen habe. Ich bin darauf auch konditioniert. Und es geht eben darum, diese Konditionen zu überdenken. Was passt noch zu mir? Was passt nicht zu mir? Und daher ist aus meiner Sicht heraus, man kann sagen, was man will, aber das Thema dieser ganzen Nachrichten eher kontraproduktiv, weil du nur Negatives hörst. Du wirst nur auf negative Dinge konditioniert. Das heißt, schotte dich ab. Ja, ich auch nicht. Das sind wir gemeinsam. Erstaunlich finde ich, dass immer nicht mehr mit sehr vielen erfolgreichen, businessmäßig gut unterwegs seinen Leuten unterhalte. Meist dann, ARD, ZDF, Nachrichten, mache ich nicht. Ja, das ist auch ein Schutz, habe ich mittlerweile festgestellt, auch für mich selbst. Ich schotte mich ab vor irgendwelchen negativen, uninteressanten Sachen.
Mal ganz provokativ gesagt, wenn ein Sack Reis in China umfällt, das ist weit weg, hat mich hier nicht zu interessieren. Das kann mein Leben hier nicht beeinflussen. Also andere würden sagen, es kann es beeinflussen. Das möchte ich jetzt nicht abschreiben dann dazu. Ja. Nur im Endeffekt ist so, wenn ich mich über alles aufregen würde, was ich erlebe, ey, da oder was auf der Welt passiert, dann bist du ja nur noch im Chaos drin und willst die Welt retten, nach dem Motto, wenn du nur Probleme siehst, ne? Ja, und das müsste, um es mal das Beispiel zu nehmen, über Dinge, die mich beschäftigen, dann müssten wir alle in die Politik gehen. Oder ja, in so eine Position gehen, wo wir sagen, das mache ich jetzt zum Business, damit ich etwas verändern kann, ne? Genau, und ja. Das können vielleicht schon, aber das wollen nicht alle und insofern auch alles gut damit. Ja? Also Erfolgstipp, ganz klar, irgendwelche Informationen, wo irgendwo es zu viel geschneit hat, zu heiß ist, zu kalt ist oder die Ernte war gut oder schlecht oder sonst was oder ein Bus ist da und da liegen geblieben im Ausland, verschone dich mit solchen Informationen, damit du deine Konzentration auf dein Business hast. Das machen erfolgreiche Leute. Ja, schau, was du selber gestalten kannst und das gestalte. Genau. Darauf aufbauen würde ich noch einen Tipp raushauen nach dem Motto abschotten, und zwar Telefon, E-Mail, WhatsApp. Ich mache das so, wenn ich tagsüber arbeite, jetzt möchte ich die Sache bearbeiten. Das ist auch jetzt ein Tipp, eins nach dem anderen. Das ist dann mein Mantra, was ich mir dann sage, eins nach dem anderen. Das heißt, eins am anderen heißt, ich mache jetzt den Fall, ich muss einen Kundentermin vorbereiten, dreiviertel Stunde. Ich stelle mir auch einen Wecker zum Teil, sage nach dem Motto, brauche ich nochmal so eine Stunde, ich mache 40 Minuten. Dadurch, dass ich 40 Minuten auf dem Wecker eingebe, der klingelt dann auch, habe ich in den ersten 40 Minuten, habe ich ungefähr 80-85% vorbereitet, damit ich diesen Fall gut präsentieren kann, gut mit dem Kunden diskutieren kann und Lösungen vorbringen kann. Die letzten paar Prozent, um das perfekt zu machen, kosten mich unglaublich viel Zeit. Das ist das Pareto-Prinzip. Das kennst du ja auch. Mit 20% meiner Zeit mache ich 80% meines Erfolges aus. Mit 20% mache ich 80%, mit 20% meiner Kunden mache ich 80% meines Umsatzes etc. Das heißt, immer fokussiert auf das Wesentliche zu sein, nicht zu viel Zeit aufzuwenden, sondern die Zeit auch limitieren, begrenzen. Das ist mein Trick. Dadurch komme ich sehr schnell zu sehr, sehr guten Ergebnissen und sage, okay, wenn ich jetzt 85% erreicht habe, der Kunde ist damit zufrieden, dann reicht es auch. Ich muss nicht die letzten 15% für mein Ego draufsetzen. Ein Gruß an die Leute, die sich als Perfektionisten bezeichnen. Perfektionismus ist im Prinzip immer der erste Schritt, erfolglos zu sein und zu bleiben und unzufrieden zu sein. Weil du wirst nie 100%ig perfekt sein. In meiner Welt ist das jedenfalls so. Also schotte ich mich da auch ab in den Zeiten, dass ich sage, erstens die Zeit gebe ich ganz klar vor und Telefon ist ausgeschaltet oder ich gehe nicht ins Telefon, das läuft dann auf Anrufbeantwortung oder meine Sekretärin nehmen das an. Später habe ich dann eine Telefonliste und dann, eins nach dem anderen, telefoniere ich dann die Telefonliste auch ab, lass mich durch andere Sachen nicht stören. E-Mails ausschalten, nur vielleicht 2-3 Mal am Tag E-Mails anschauen, es sei denn, du bist jetzt gerade im Prozess drin, du brauchst jetzt gerade eine E-Mail, um weiterarbeiten zu können, dann gucke ich natürlich auch rein. Und WhatsApp und so weiter, nicht immer, wenn es bling-bling macht. Ich habe mein Handy immer auf lautlos, auf Summen stehen, sodass ich das eh nicht immer bling-bling-bling mitbekomme oder lege es zur Seite und mache es gar aus, damit ich mich abschotte und meine Tür ist zu und ich lasse mich dann auch eine Stunde von meinen Mitarbeitern nicht stören, damit ich in der Zeit effektiv arbeiten kann. Ein ganz wesentlicher Trick. Und seitdem ich das mache, bin ich ruhiger, zufriedener und ich habe nicht tausende Gedanken, ich muss noch das und das und das machen. Weil unser Gehirn ist dann besser, wenn ich mich auf eine Sache konzentriere. Ergänzend dazu, meiner Erfahrung nach, aus den Gesprächen mit Mitarbeitern und Unternehmern, du hast gerade eben das Thema E-Mails angesprochen. Es ist sehr häufig so, dass dann die E-Mails aufploppen auf dem Rechner. Ausschalten. Ja. Es gibt Studien, die im Endeffekt sagen, allein schon das Hochschauen und dieses kurze Registrieren holt dich aus dem Gedankenprozess raus. Und jetzt muss ich gerade schauen, weil ich hatte das mal irgendwann in einer in einem der Bücher oder in meiner Masterthesis habe ich das damals recherchiert gehabt. Es kann teilweise bis zu 15, 20 Minuten dauern, bis du wieder
an dem Punkt bist, wo du vorher warst, und zwar komplett drin bist. Und wir wissen auch, dass im Schnitt, glaube ich, dann 3, 4, 5 Minuten später wieder eine Störung kommt. Das heißt, ich kann dann wirklich in der ganzen, in der hundertprozentigen Konzentration vielleicht nur 5, 6, 7 Minuten da drin arbeiten und werde sonst rausgerissen. Deswegen, ergänzend zu dem, was du gesagt hast, auch die ganzen aufploppenden Geschichten rausnehmen, wegnehmen. Ja. Die lenken dich ab und wie du richtig beschrieben hast, du bist aus den Gedanken raus, du musst dich wieder ganz neu reinkonzentrieren. Wenn das mehrmals passiert, ist es umso schwerer, wieder den Fokus auf das, was du gerade machen willst, zu bekommen. Und das ist auch so ein Trick, muss ich sagen, ich schaffe in weniger Zeit, schaffe ich mehr, weil in der Zeit, wo ich dann arbeite, schotte ich mich dermaßen ab, dass ich nicht gestört werde, voll konzentriert bin auf ein Thema und dann bin ich auch irgendwo, sagen wir mal, weil ich dann empfänglicher bin für Ideen, ich kann kreativer sein, fließt das mehr, weil es wird nicht abgelenkt. Ja, sehr schöner Tipp. Ja. Na, du hast da zum Beispiel einen Punkt, das ist jetzt gerade in der jetzigen Zeit super, super wichtig. Eigentlich wäre es vor einem Jahr schon wichtig gewesen, es zu tun. Ich wage die These, dass 95% der Unternehmen es versäumt haben, ihren strategischen Ansatz des Unternehmens zu überdenken. So, was heißt es? Wie wirkt sich Digitalisierung für die Zukunft aus? Was bedeutet es für unsere Geschäftsfelder? Wie können wir die in Zukunft verändern, etc.? Was kann ich tun? Was muss ich tun? Was sollte ich tun, damit ich da optimal drauf eingestellt stelle? Was ergeben sich daraus dann für Varianten im Hinblick auf neues Personal etc.? Mhm. Und das hätte nach dem ersten Lockdown schon erfolgen müssen, weil dann wären die Unternehmen im zweiten Lockdown richtig, richtig gut aufgestellt gewesen. Und das Kuriose ist, das sind alles Größenordnungen, die sind halbwegs, ich sage jetzt mal auch relativ gut finanzierbar, weil dafür gibt es auch Fördermittel und solche Geschichten, wenn man das wirklich möchte. Mhm. Und das habe ich so häufig erlebt, dass die Unternehmen da nicht dran wollten, ja, ich habe jetzt dafür keine Zeit und ich habe dafür keine Zeit und das funktioniert nicht und das funktioniert nicht. Und es kommt die Rechnung, weil wenn sie dann unter Druck sind, dann müssen sie oftmals. Und diejenigen, die schon 10, 15 Jahre am Markt sind, die wissen ja, dass es irgendwann Druck gibt. Ja. Also der Tipp, den du jetzt ansprichst, den würde ich fast schon so nochmal versuchen zusammenzuschmelzen auf den Satz: Hinterfrage dich, deine Mitarbeiter, deinen Geschäftszweck, dein Unternehmen, dein Produkt, deine Beratungsleistungen. Was kann ich besser machen? Ist das immer noch gut etc.? Und das ist ein permanenter Prozess und der darf nicht davon abhängig sein, was draußen passiert. Denn wenn ich erst in der Krise anfange, solche Überlegungen zu machen, dann kann es eigentlich schon zu spät sein. Das heißt, es ist Erfolgsgewohnheit oder eine Gewohnheit für erfolgreiche Leute ist, ständig Fragen zu stellen mit dem Willen, mit dem Ziel, etwas zu verbessern, indem ich es hinterfrage. Korrekt. Also ich habe das ein, zweimal bei Unternehmen gemacht gehabt und ich kann das auch sagen, wer nicht mal diese 3.000 oder 4.000 Euro zur Verfügung hat, um das zu mal zu checken, zu prüfen innerhalb von 2 Tagen und daraus dann sich die Dinge abzuleiten, um sie besser zu machen, der wird über kurz oder lang sowieso keine, ja, wenn nicht Berechtigung ist der falsche, aber wird über kurz oder lang sowieso zu spannenden Herausforderungen gelangen. Ja, das ist korrekt. Wobei, du hast jetzt mal einen Preis genannt, das gilt dann für kleinere und mittlere Unternehmen, für die eine solche Ausgabe auch normales Geld ist. Aber es gibt auch vielleicht, sagen wir mal, Unternehmensgründer, die im Prinzip jetzt gucken müssen, wie kommen sie überhaupt, wie kriegen sie überhaupt ihre PS auf die Straße. Aber alleine dieser Tipp, setz dich alleine hin. Du hast das ja auch so ein bisschen gesagt, reflektiere das Ganze mal. Du kannst es im stillen Raum machen, am besten nicht in deinem Büro, nicht zu Hause, sondern miete dich vielleicht mal in der Hütte einen Tag ein oder geh im Wald spazieren und überleg dir dann nach dem Motto, wo stehe ich, was kann ich anders machen? Diese Fragen kannst du dir auch selbst stellen und ich finde immer wieder spannend, was dabei herauskommt. Auch das ist der erste Schritt, um was zu verändern. Kostet dich nur deine Zeit, kostet erstmal gar kein Geld. Da brauchst du ein bisschen Gehirnschmalz einzusetzen. Ne? Ja, es ist richtig. Dennoch würde ich jemand anderes dazu nehmen. Das muss gar nicht so jemand sein wie ich. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es kann auch, ich sage es mal, ein Freund sein, der ebenfalls Unternehmer ist,
weil eine zweite Person ganz andere Fragen stellt noch, als du dir selber stellst. Geiler Tipp, das heißt im Prinzip, du selbst, wenn du das selbst beleuchtest, du bist ja, sagen wir mal, deiner Gewohnheit drin, du kannst nicht mehr über den Tellerrand hinausblicken, vor lauter Bäumen siehst du den Wald nicht mehr, wie es so schön heißt, und eine dritte Person, eine andere Person, entweder die dafür Geld bekommt oder nur als Sparringspartner, als Mentor vielleicht dir da dient, sieht das natürlich von außen, hat einen ganz anderen Blick und kann auch, muss gar Branchenfremde sind in der Regel sehr, sehr interessant. Oder sogar, wenn du deinen Partner oder Partnerin fragst, hör mal, Schatzi, mein Unternehmen, wie siehst du das, das könnte ich anders machen. Der Außenstehende hat Ideen, da kommst du zum Teil selbst nicht drauf. Das merke ich immer wieder. Also auch der Tipp, den du richtig gegeben hast, such dir einen Mentor, geh in Masterminds rein, nimm Geld in die Hand, das ist eine Investition, das ist keine Geldausgabe, investiere deine Zeit, das ist nicht wasted time, verlorene Zeit, es ist immer cool eingesetzte Zeit, die dich weiterbringt. Ich glaube, dass jeder in seinem Bekanntenkreis irgendjemand hat, der ein Stückchen weit visionär denkt. Mhm. So. Und zur Not gehst du her und sagst, Mensch, Schorsch, Franz, Helga, Erika, was auch immer für der Name dann ist, geh mal mit mir ein Wochenende irgendwo in irgendeine einsame Hütte oder ein schönes Wellness-Ding und solche Sachen und hättest du mal die Zeit, mit mir mal mein Thema zu beleuchten dann dazu. Ja. Die wenigsten werden sagen, sie machen das nie. Ja, und dann lädst du halt, dann ladest du halt die Person ein, dann hast du ein oder zwei Übernachtungen, ein bisschen was zu essen und solche Sachen, dann kostet dich der Spaß, was weiß ich, 300 Euro, 400 Euro oder was in der Richtung. Und wenn du ein Visionär hast, dann gibt er dir auch einige Tipps. Die spannende Frage ist dann, und das habe ich jetzt schon sehr häufig festgestellt, sowohl bei anderen, aber auch an mir selber, wenn du die Tipps von den anderen bekommst, wie gehst du damit um? Oh, das geht nicht. Da muss ich das machen. Da will ich da raus. Und das ist immer so der entscheidende Punkt, wo wir sagen, okay, bin ich wirklich bereit, in Anführungsstrichen auch diesen Weg zu gehen und diesen Preis für das Neue, ich sage jetzt mal, zu investieren. Was braucht man da für eine Eigenschaft, um das umzusetzen? Mut, eine Portion, ich mache das, Motivation. Vom Grundsatz her brauchst du in Anführungsstrichen die absolute Begeisterung dafür, das, was du tust, mit einem Herzblut zu tun, um anderen zu helfen, um deine Sache, deine Vision zu verwirklichen. Ja, gefällt mir gut, was du sagst. Also das hängt auch ein bisschen mit Werten zusammen. Einer meiner höchsten Werte ist neben der Freiheit Neugierde und Wachstum. Ich sehe das immer so nach dem Motto in der Natur, ein Baum, der nicht mehr wächst, ist tot. Ein Mensch, der nicht mehr wächst, sich verändert, ist eigentlich auch tot, aber noch nicht begraben. So schöne Wortspiele. Das heißt für mich persönlich, du hast das ja eben auch gesagt, dann macht man eine Mastermind, man das und das. Also sich weiterbilden, Bücher lesen, von erfolgreichen Leuten irgendwelche Biografien lesen, Seminare zu besuchen, da sich Ideen holen, wenn man einmal in diesem Kreislauf drin ist und man hat im Prinzip einen Freundes-, Bekanntenkreis oder Geschäftskollegenbereich, Kollegen, mit denen man sich immer wieder auseinandersetzt, im positiven Sinne diskutiert, was können wir anders, besser machen, wie machen dies und die und so weiter, was können die daraus lernen? Und wenn du einmal in diesem Prozess drin bist, dann wird es wieder zur Gewohnheit, weil es für dich normal ist, darüber zu reden. Derjenige, der das zum ersten Mal macht, geht raus, macht so eine, was du gesagt hast, nimmt einen Kumpel, geht mit dem essen, übernachtet, bekommt Ideen. Der bekommt sicherlich Ideen, aber der hat dann zuerst mal die Hürde zu bespringen. Jetzt muss ich das ja alles umsetzen, das bin ich gar nicht gewöhnt. Leute, die bisher ihr Leben bewahrt haben, immer geschützt haben, es war schon immer so, ich muss mich nicht verändern, das hätte schon immer Jutti Young, sagt man hier in Köln im Rheinland, die haben die Veränderung, Wachstum nicht trainiert. Und das ist ein Training wie Joggen. Beim Joggen fängst du auch an, nicht sofort einen Marathon zu laufen, sondern du machst das Step by Step, Schritt für Schritt, um das Ganze aufzubauen. Korrekt. Korrekt. Ja, nächster Tipp. Du hast mal so einen schönen, gesagt, was alles, wo das Wort zu drin ist, ja, habe ich mal in einem Vortrag von dir gehört. Hau das mal raus. Das fand ich gut.
Also ein väterlicher Freund hat mal zu mir gesagt, Steffen, überall im Leben, wo ein Zu davor ist, es taugt nichts. Mhm. Und dann habe ich so, hä? Und auch wenn ich das erzähle, dann sagen auch mal, hä? Also es ist relativ einfach. Machst etwas zu wenig, ist es nicht gut. Machst du es zu viel, ist es nicht gut. Bist du zu ehrgeizig, ist es nicht gut. Bist du zu wenig bereit, etwas zu tun, ist es nicht gut. Das heißt, überall, wo das Zu davor steht, das taugt nichts. Spannende Herausforderung ist, jeder definiert es Zu für sich selber. Und da gehen eben, da scheiden sich die Geister, weil eben auch dann eben die Frage ist, und das hat, wir hatten es vorhin über das Thema Glaubenssätze, musst du 80 Stunden in der Woche arbeiten, um erfolgreich zu sein? Fragezeichen. Mhm. Ja, ich hatte mal so ein Programm entwickelt gehabt, die 30-Stunden-Woche für Unternehmer. Und dann habe ich zwei Aussagen eines von Bekannten da drin gehabt. Das eine, der eine war bei dir aus der Nähe. Der war irgendwo so in Richtung, wie heißt es hier, Arolsen da hinten. Der hat mal gesagt gehabt, du Steffen, ich bin Chef. Chef steht im Mittelpunkt. Und wer im Mittelpunkt steht, steht im Weg. Okay, steht im Weg. Okay. Es geht im Wesentlichen darum zu sagen, ich gebe die Arbeit ab. Ich nehme das, was wirklich meine originäre Aufgabe ist. Ja. Ja, und viele machen das nicht, weil sie vielleicht das Vertrauen nicht haben, ja, weil sie vielleicht denken, oh, ob das die richtig machen und solche Sachen. Dadurch schaffe ich es aber auch nicht, dass Menschen sich entwickeln können. Ja. Das Erfolgsprinzip, was du ja ansprichst, das ist ja eigentlich in zwei Wochen zusammengefasst nach dem Motto, lerne zu delegieren. Nur wer delegiert, kann in weniger Zeit mehr schaffen. Mhm. Genau. Warum delegieren? Und zwar richtig, richtig delegieren. Ja. Warum delegiert denn nicht jeder? Weil die meisten, also es gibt zwei unterschiedliche Punkte dafür. Der erste Punkt könnte sein, dass sie schlechte Erfahrungen gesammelt haben, weil es in Anführungsstrichen ausgenutzt wurde und sie dann sagen, ich mache das nicht mehr, ist die eine Variante. Die zweite Variante ist, weil sie es gar nicht richtig gelernt haben, wie sie es machen sollten, weil delegieren heißt nicht einfach nur abgeben, sondern heißt auch, dran zu bleiben. Mir fällt in dem Zusammenhang, wenn ich mit Unternehmen arbeite, gebe ich denen immer einen Tipp für das Unternehmen mit, vor allen Dingen, wenn sie 2, 3 verschiedene Führungsebenen haben. Es ist eine Bekannte hat mir das erzählt gehabt und ich finde es einfach genial. Und zwar war Folgendes, die mussten im Unternehmen, das war Pflicht, deswegen sage ich jetzt muss, es war Pflicht, im Unternehmen jeden Monat einen Verbesserungsvorschlag einzureichen. Bei der Führungskraft. Und irgendwann kam sie und sagte dann zu der Führungskraft, sie hat keinen Bock mehr dazu. Und dann sagte die Führungskraft, ist okay, du kannst das bleiben lassen, hat jedoch für dich zur Folge, dass zu keinem Zeitpunkt in der Zukunft du irgendein halbwegs kritisches Wort über das Unternehmen nach draußen gibst. Weil sonst hättest du ja Verbesserungsvorschläge. Mhm. Und dann hat sie gesagt, nee, ich erreiche die Verbesserungsvorschläge weiter ein. Und das hat einen schönen Nebeneffekt, wenn du das nämlich machst. Erstens kriegst du auch ganz oben dann mit, was läuft denn in der Basis ab, was viele heutzutage gar nicht mitbekommen. Zweitens, du in Anführungsstrichen positiv gemeint, zwingst deine Führungskraft, sich mit den Mitarbeitern auch innerhalb eines Monats wirklich immer wieder auseinanderzusetzen, weil du ja mitteilen solltest, was ist denn aus dem und dem und dem Vorschlag geworden? Ist der eingereicht? Ist er nicht eingereicht? Warum wurde er nicht eingereicht? Du musst ja hier reden miteinander. Ist ja für das Thema Führung extrem wichtig. Mhm. Und dadurch kriegst du eine Kultur rein im Unternehmen auch, wo du Vorschlagswesen mit dazu hast, wo du das Thema Kommunikation im Unternehmen mit drin hast, wo die Führungskraft dann auch da sein darf, vielleicht sogar schon sollte bis muss, um eben mit seinen Mitarbeitern zu sprechen und nicht nur zwischen Tür und Angel irgendwas raushauen. Mhm. Ja,
Cooler Ansatz, ja. Da fällt mir eine Sache noch zu ein. Ich habe letztes Mal ein Interview geführt mit einem, der im Personalbereich sehr, sehr firm ist. Der hat immer nicht von Mitarbeitern, sondern von Mitdenkenden, Mitfühlenden und Mithandelnden gesprochen. Fand ich sehr schön. Ist ein ganz anderer Fokus, den ich dann auf die Person habe, mit denen ich zusammenarbeite. Und von mir noch ein Tipp. Wenn ein Mitarbeiter zu mir ankommt und sagt, hör mal, ich habe ein Problem, was soll ich machen? Sag ich immer, okay, jetzt gehst du wieder raus und überlegst dir bitte schön, welche möglichen Lösungen gibt es? Best Case, Worst Case, wofür hast du dich entschieden und warum hast du dich dafür entschieden? Wenn du das hast, kommst du wieder zu mir. Das klappt echt super. Das ist so simpel und so einfach. Erstens schütze ich mich davor selbst, indem ich dann die Probleme der Mitarbeiter wegarbeite, indem ich sage, jetzt machst du das, das und das und das. Klar, ich habe auch Sachen, ich gehe zum Mitarbeiter rein, ich brauche das und das und das, gebe ich klar vor, das muss jetzt so und so gemacht werden. Aber wenn ein Mitarbeiter zu mir ankommt und sagt, ich habe ein Problem, heißt immer, okay, präsentiere mir nicht das Problem, sondern welche möglichen Lösungen, warum hast du dich dafür entschieden, begründe mir das. Und damit kriegst du mitdenkende, mitfühlende, mithandelnde Mitarbeiter und du lernst dadurch auch zu delegieren. Der Mitarbeiter fühlt sich auch als als Teil des Ganzen, nicht als irgendwie als ein Erfüller, sondern als Mitwirkender, der auch auf Augenhöhe mitdenkt und mit kreative Lösungen bringt etc. Das ist ein ganz anderes Selbstbewusstsein, was man bei seinen Mitarbeitern natürlich ausbaut. Also ein cooler Tipp, den ich auch viel weitergebe an Mandanten, ganz einfach, kostet kein Geld oder sonst was, einfach probieren, super Ergebnisse miterzielt. Und auch das, genau richtig, und auch das in dem Fall Routinen. Routinen, Gewohnheiten, Umgang mit dem Thema Mitarbeiter, mit Herausforderungen, Problemstellungen etc. 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 Genau. So, jetzt sind wir auch schon wieder sehr, sehr lange im Interview drin. Jetzt haut noch jeder eine Erfolgsgewohnheit raus, schlage ich vor, bevor wir das Ganze beenden. Magst du anfangen? Nee, jetzt fängst du mal an. Okay. Ich habe eine aufgeschrieben. Also, und zwar, ja, ist mir klar. Wir haben ja den Morgenroutine gesagt. Was ist meine Abendroutine? Ich beende den Abend vor dem Einschlafen damit, dass ich eine Abendmeditation mache, wieder eine geführte, da bin ich ein Fan von Dr. Joe Dispenza. Der hat übrigens eine schöne Morgenmeditation und eine Abendmeditation, kann man ganz billig sich runterladen. Und es geht darum, im Prinzip den Tag nochmal Revue passieren zu lassen, zu beobachten, was habe ich gemacht, wie ist abgelaufen, was kann ich anders machen. Coole Sache, den Tag nochmal durchlaufen zu lassen. Und die Sachen, die nicht gut gelaufen sind, kann man dann gleich umerleben, auch gefühlsmäßig umerleben, wie es demnächst anders laufen soll, sodass man eine andere Zukunft verursacht. Eine sehr schöne Meditation, also Dr. Joe Dispenza hat tolle Bücher geschrieben, hat auch sehr viel durch Gehirnforschung bewiesen, dass man durch Denkensweisen doch seine Welt selbst schöpfen kann. Das ist so das Thema A-Meditation und dann schläfst du sehr, sehr zufrieden ein. Mir geht es jedenfalls so. Ihn verwende ich für meine Morgenmeditation, deswegen sehr cool. Naja, cool, ja. Ich will das immer ein bisschen übertragen auf den privaten Bereich. Also ich bin ja leidenschaftlicher Golfer, wie du wahrscheinlich weißt noch. Hat sich auch mal gesprochen. Ja, genau. Und beim Golfen hast du einen speziellen Ablauf. Also idealerweise hast du einen Ablauf, den du dir aneignest. Und diesen zu professionalisieren und zu schauen, wie ist denn diese, man sagt so schön, Pre-Shot-Routine, wie ist diese zum Beispiel in deinem Business? Wie ist der Pre-Shot? Also das heißt, bevor du wirklich den Aufschlag beim Kunden machst, was ist der Pre-Shot dafür? Was tust du, bevor du tatsächlich mit dem Kunden ins Gespräch gehst? Das heißt also, die Erfolgsgewohnheit heißt, mach dir vorweg Gedanken, wie läuft das ab? Praktisch wie so eine Visualisierung, wie das Sportler machen, du als Golfer oder ein Skiläufer, der im Prinzip mental zuerst mal schon 20 Mal den Slalom gefahren ist in seinem Geist, kennt jede Ecke, jede Kurve und so weiter und dann steht er oben, dann macht er das auch danach. Das heißt, das ist der Tipp, bereite dich auf diese Art und Weise vor, egal was du machst. Gilt ja eigentlich nicht nur fürs Business, sondern auch, wenn du Privatterminal hast. Du willst irgendwas bewegen und machen. Ne? Also ich habe jetzt vor, demnächst mal
eine Kombination anzubieten im Bereich Golf und Business, weil es im Endeffekt aus meiner Sicht heraus unheimlich viele Parallelen gibt. Mhm. Ja. Ja, und das finde ich einfach sehr spannend dann dazu. Was bedeutet das? Und es gibt dann einen wunderbaren Film, das kann ich nur, gut, also die Golfen kennen meistens, die nicht golfen, finde ich jetzt trotzdem sehr spannend. Der Film heißt Die Legende von Bugger Vance. Und jeder, der sich den ansieht, das ist mit Damon und Will Smith. Ja. Und ein grandioser Film, den du aus meiner Sicht heraus tausche das Wort Golf gegen das Wort Leben. Und dann sind viele Dinge da, wo ich sage, wow, da gibt es ein paar Sätze drin, die sind echt ganz tiefgehend. Mhm. Ja. Cool. Sehr schöner Tipp zum Abschluss. Lieber Steffen, herzlichen Dank für die ganzen Dinge, die du rausgehauen hast. Ich hoffe, für euch war einiges mit dabei. Entweder das Wiedererkennen, hey, super, mache ich auch. Wenn du andere Tipps hast, die für die Community interessant sein können, hey, schreib mir doch einfach eine E-Mail oder eine WhatsApp. Ich nehme das gerne nochmal dann in einem anderen Podcast mit auf. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen über eine gute Bewertung oder zwei, drei nette Zeilen bei Spotify oder iTunes. Und hey, kopier doch einfach den Link dieses Podcasts. Der hat deine Freunde, Bekannten, Verwandten oder Arbeitskollegen, sind vielleicht auch von dem einen oder anderen Erfolgs-, Gewohnheits-, Routinen, die einen weiterbringen können, interessiert. In dem Sinne, alles Gute, der Holger und der Steffen. Ciao. Ciao.